Zum Schluss eine kleine Lostrommel. Wir nennen das Fragenlotto. Mhm. Die Nieten und die Gewinnerlose sind gekennzeichnend. Die Nieten sind unverschämte, dreiste Fragen. Mhm. Die Grünen sind harmlose Fragen. Mhm. Die so ein bisschen schleimig sind. Also wie sie... Da kann man wählen. Man kann wählen. Sie können jetzt ziehen wie auf der Kirmes. Sie können so viel ziehen. Ja. Sie müssen auch nicht beantworten, wenn sie zu gemein sind. Einfach öffnen, selber öffnen. Ja doch, die müssen richtig böse sein. Soll ich sie selber vorlesen? Ja, bitte. Welche Größe geben Sie an und wie groß sind Sie wirklich? Oh, das ist eine ganz böse Frage. Ich gebe 1,73 an und bin in Wirklichkeit 1,74. Ist so. Ich glaube Ihnen kein Wort. Doch. Doch. Ich bin so groß. Gut, okay. Noch eine. Sie haben noch eine. Sie können wieder mich angucken. Mhm. Okay, ich darf ja nicht gucken. Wir sind jetzt, ach so, ich darf ja nicht schauen, was ich nehme. Jetzt doch, doch, Sie dürfen auch schauen, was Sie nehmen. Sie dürfen auch, Sie dürfen wählen. Doch, doch, das doch. Ist jetzt eine Schleimfrage. Das ist eine Schleimfrage. Okay. Entwerfen Sie Ihre Kostüme selbst? Nein, nein, das kann ich nicht. Das macht meine Frau. Ehrlich? Ja. Also in der Familie? Ja, ja. Und gucken Sie dann drüber und... Ich habe aufgegeben. Ja? Ja. Ich würde am liebsten so auf die Bühne gehen, aber das findet meine Frau nicht so gut. Und sie ist Chef der Kostüme, also muss sie dem Chef sein Gebiet überlassen. Noch? Ja, 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 spannend. Ja, ja, okay, gut. Ich will die Bösen, die machen auch mehr Spaß. Wieso denken wohl die Leute immer, ich sei so klein? Ich bin gar nicht so klein. Ach so. Letztens hat jemand gesagt, Mama, der ist ja viel größer. Ja, das steht in irgendeiner Bio. Wahrscheinlich, es gibt ja so Sachen, die setzen sich fest. Ja, ja, stimmt. Die stimmen überhaupt nicht und die kommen immer wieder. Sowas habe ich auch. Ja? Bei mir steht in allen Bios irgendwo, ich habe 250 goldene und weiß ich wie viel Platinplatten. Ich hätte gerne so viel, aber das stimmt nicht. Irgendwann hat es sich mal durchgesetzt und unterdessen sage ich auch nichts mehr. Wann lernen Sie englische Aussprache? This is a very good question. I will try my very best in the future. Gut. Muss ich noch mehr, noch eins? Nein, wie Sie möchten, wie Sie möchten. Sie können aufhören, Sie können... Das Spannende ist, wir hatten letztlich eine Schauspielerin, die sagte, so, ich will jetzt nicht mehr. Und dann war sie aber so neugierig und dann hat sie weitergemacht, weil wir überlegen uns die ja immer ganz gezielt. Leiden Sie unter Haarausfall? Ja, natürlich, sonst hätte ich nicht so eine hohe Stirn. Und ich habe sogar letzthin mal Fernsehbilder von mir gesehen. Da habe ich mich gefragt, wer ist denn der Mann, der da hinten so keine Haare hat? Das war ich. Ja, ja, der Zahn der Zeit nagt. Ich glaube, wenn man dann den Punkt überwunden hat, die Fans zu verlieren, dann ist es, glaube ich, kein Problem mehr. Wenn es mal akzeptiert ist und... Ja, genau. Ich habe das ja... Ich bin ja da nicht so. Schwieriger Fall. Welches Ihrer Talente haben Sie noch nicht dem Publikum präsentiert? Puh, von mir weiß man alles. Ich bin eigentlich ein offenes Buch. Noch eine nehme ich. Ja, okay. Ich wollte schon sagen, Pokern. Pokern. Aber auch das hat man schon gesehen. Ja, 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 hat man schon gesehen. Vielleicht eine handwerkliche Tätigkeit oder was im Textiles gestalten, nähen? Überhaupt nicht. Auch nicht. Haben Sie Flugangst? Yeah. Respekt vor dem Fliegen habe ich. Aber Flugangst nicht. So. Wunderbar. Jetzt gehe ich arbeiten. Vielen Dank.